Hallo, hier ist der Olaf von www.besuche-dubai.de hier auf unserem Dubai Premium Live Channel. Wir sind heute unterwegs auf der Palmeninsel Jumeirah. The Pointe oder The Point, wie du es auch haben möchtest, ist ein Freizeitpark, eine Freizeitinstitution, die für den Tourismus stark von Bedeutung sein wird, wenn es denn wieder losgeht. Ich stehe hier mitten in der Sonne, es hat über 40 Grad, deswegen das Schwitzen, also bitte nicht übel nehmen, es ist wirklich richtig heiß hier. Ich zeige euch jetzt mal die Hintergrundkulisse von The Pointe. Ihr seht es also hier, wir sind vor dem Atlantis Hotel in Dubai. Es ist natürlich abends hier wunderschön zum Bummeln, zum Spazierengehen. Wir haben über 100 Restaurants in The Point oder The Pointe. Hier oben seht ihr die Fahrtrasse der Monorail, die ja zwischen Anfang und Ende der Palme, sprich bis zum Atlantis Hotel, letztendlich fährt. Und wir haben hier den privaten Strand. Ich weiß nicht, wie die Bilder kommen. Es ist zu viel Sonne hier momentan. Wir konnten uns den Zeitpunkt so nicht aussuchen. Interessant dürfte noch sein. Ihr seht hier hinten das neue Royal Atlantis Hotel. Das wird natürlich auch was ganz was Besonderes, wenn dieses Hotel mal fertig ist. Der Strand ist soweit öffentlich zugänglich. Das bedeutet wiederum, jeder kann den Strand nutzen. Und mit den Spaziertrassen hier haben wir also rund über 100 Restaurants. Man sieht es hier hinten ganz gut. Das ist alles in einer Art W-Form angelegt. Auch die Wasserfontänen, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, sind hier vorne beheimatet. Die spielen natürlich auch erst gegen Abend. Wenn ihr nach Dubai fliegt, dann kommt ihr an The Point oder The Pointe nicht vorbei. The Point ist mittlerweile eine der Top-Sehenswürdigkeiten hier in Dubai. Ich schalte nochmal um. So, da hinten ist übrigens der Atlantis Wasserpark, Aqua Venture und hier nochmal das neue Hotel Royal Atlantis. Das wird wohl auch fertig werden, Ende des Jahres hoffen wir. Da müssen wir jetzt mal abwarten, es hat sich durch Covid natürlich einiges verändert. Hier nochmal die andere W-Form der Restaurants, der Laufszenen, die man hier absolvieren kann. Es ist natürlich jetzt auch wieder nachmittags, es ist nichts los hier auf der Palmeninsel und auf The Point oder auf Pointe. Aber das wird sich am 16. schlagartig ändern. Hier gibt es eine große Party, die vielleicht auch mit der Eröffnung von Dubai wieder zu tun hat. Hier nochmal ein Blick aufs Atlantis Hotel vom Strand aus. Ja, ich hoffe, der Einblick war da. Ich konnte euch ein bisschen einen Eintritt über The Pointe geben. Wir sehen uns wieder in Kürze. Wir haben die nächsten Tage eine Live-Schaltung mit einem Rechtsanwalt, der spezialisiert ist auf das Reiserecht. Da müssen wir jetzt mal abwarten, was es Neuigkeiten gibt. Vor allem wird es sehr interessant werden. Und wir veröffentlichen in Kürze unser Filmchen über die IBM Matuta. Bleibt also dran, es bleibt spannend bei uns und wir werden weiter berichten. Übrigens hier an The Point, The Pointe, werden wir eine ausführliche Präsentation starten. Dann, wenn das Licht besser ist, das Wetter besser ist, es ist heute ein bisschen diesig hier in Dubai. Alles folgt in Kürze. Bleibt dran, es wird spannend, es bleibt spannend. Dein Olaf.